Keine Ahnung. Ihr habt mir jetzt aber gesagt, schau dir nochmal von Filmstarts die Kritik an. Deswegen schauen wir jetzt auch nochmal rein bei Filmstarts. Mit dem Titel so bescheuert wie Fast and Furious Godzilla Kong Review. Auch schon ein sehr interessanter Ansatz. Wie Fast and Furious? Ne. Also Fast and Furious ist ja wirklich von einem geerdeten Franchise zu wir fliegen mit dem Auto ins Weltall geworden. So krass würde ich es jetzt hier noch nicht betiteln. Wir gucken mal. Godzilla X Kong The New Empire macht endlich mal eine Sache besser als seine Vorgänger und leidet trotzdem ganz schön unter seinem hohen Budget. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian, zertifizierter Team Godzilla-Fan und ne, schreibt mir bitte nichts anderes in die Kommentare. Und wir wollen jetzt über den fünften Film im Monsterverse sprechen, nämlich Godzilla X Kong oder Godzilla mal Kong oder einfach nur Godzilla Kong The New Empire. Die nächste. Die Tasse ist ja chillig. Seht ihr das? Die Dennis Nedry-Tasse mit Dilophosaurus drauf, das ist ja cool. Große Ära im Kampf, Riesenechse gegen Riesenaffe, geht jetzt hier in eine weitere Runde. Wie ich das Ganze fand, darüber will ich mit euch jetzt sprechen, aber wird es jetzt keinerlei Spoiler geben, obwohl ich gefühlt schon in meinen ganzen Trailer-Analysen alles gespoilert habe, weil es letztendlich im Trailer zu sehen war, aber da werde ich jetzt so ein bisschen drauf Acht nehmen, dass ich nicht zu viel auf diese ganzen Trailer eingehe. Ja, aber es gibt auch noch einen, also keine Ahnung, ob die jetzt wichtig sind, die Sachen, aber sowas mit Tiamat wusste man ja noch nicht. Warum Godzilla sich jetzt wirklich verwandelt, wie er sich dann verwandelt, wusste man nicht. Dass Mothra zurückkommt, war auch in den Trailern schon zu sehen, stimmt. Das Ende war noch nicht zu sehen in den Trailern. Sondern einfach nur ganz kurz und schnell meine Meinung zu diesem Film. Deswegen keine Spoiler und wir legen direkt los. Now I have seen everything. Also wir fangen mal mit der Story an und die ist sehr, sehr dünn. Wir haben Kong, der ist jetzt ja in der Hohlerde nach den Ereignissen vom vierten Teil und lebt hier eigentlich in Ruhe sein Leben, hat aber das Bedürfnis nach Familie und hält immer wieder irgendwie Ausschau, obwohl wir eigentlich... Und hier nur mal ganz kurz als Vergleich zu der Review von eben gerade. Das ist die Handlung, die er jetzt gerade erzählt. Das heißt, die Handlung kannst du einfach mal ganz kurz runterbrechen. Und das finde ich gut, dass Sebastian jetzt erstmal die Handlung an sich erklärt, ohne von vornherein so einen Spruch abzulassen wie, ja, die ist eh, mach's, scheißegal alles. Jetzt wird erstmal die Handlung erklärt und danach geht er dann wahrscheinlich auf den Film ein bisschen ein. Das gefällt mir einfach von der Struktur her besser. Eigentlich wissen, dass er der Letzte seiner Art ist. Bis sich herausstellt, dass er doch nicht der Letzte seiner Art ist und dass da ja irgendwie noch Affen in der Hohlerde unterwegs sind und wir hier jetzt den Scar King bekommen. Einen großen, fiesen, roten Affen mit Wirbelsäulenpeitsche, der hier böse, böse Dinge anstellen will. Wo wir auch nie erfahren haben, was das wirklich für eine Wirbelsäule ist, ne? Gab es ja auch so Theorien, dass diese Wirbelsäulen, mit denen Shimo festgehalten wurde, einfach die Wirbelsäulen von Artgenossen von Shimo sind, was sehr asozial wäre. Aber es sind halt auch so einfach Wirbelsäulen von echten Lebewesen, wurde auch nie wirklich drauf eingegangen. Da hätte man so viel mehr draus machen können. Deswegen Kong sich jetzt hier auf einen großen Kampf gefasst machen muss, zu dem er dann auch Godzilla braucht. Und das ist schon irgendwie alles. Und ja, es ist halt sehr, sehr dürftig. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, von Film zu Film wird das Monsterverse immer ein bisschen platter und ein bisschen oberflächlicher, weil sie sich sagen... Comichafter, finde ich. Was wäre denn jetzt euer Schlagwort, wenn ihr die Veränderung des Monsterverse mit einem Wort beschreiben oder mit ein, zwei Worten beschreiben müsstet? Comichafter wäre es bei mir auf jeden Fall. Deswegen ist die Hohlerde jetzt auch hier sehr viel bunter als noch im Film davor sogar. Gaga. Ja. Gaga ist auch okay. Sagen, okay, die Leute kommen doch eigentlich nur wegen einer Sache ins Kino und das sind die Titanen. Und das ist auch etwas, was man hier Godzilla X Kong wirklich groß anrechnen muss. Sie liefern auch genau das ab. Wir bekommen Affen ohne Ende, wir bekommen Godzilla, aber nur in Maßen. Das ist hier halt wirklich das Ding. Godzilla X Kong ist eigentlich nur Kong The New Empire und ach ja, Godzilla ist auch noch irgendwie mit dabei.
Das wirkt auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen traurig, aber ich kann euch versichern, die Sequenzen, in denen Godzilla da ist, die machen schon wirklich verdammt viel Spaß. Und der Film gibt sich durchaus auch die Mühe, dass er Godzilla hier nicht einfach nur als blöde Nebenfigur darstellt. Was? Das habe ich ja ganz anders wahrgenommen. Ich fand, genau das war der Fall. Dass Godzilla einfach nichts macht, außer sich einmal über den gesamten Globus morden, damit er stärker wird. Und das siehst du immer nur mal ganz kurz so zwischen der eigentlichen Geschichte. Und dann kommt er am Ende an und trifft noch nicht ein einziges Mal mit seinem Atomic Breath, mit seinem neuen in der Godzilla Evolved Form. Hat mir jemand von euch mal auf Instagram geschrieben. Das stimmt wirklich. Der trifft nur ein einziges Mal ganz kurz Scar King so am Arm. Das war's. Der ist schon eine krasse Randfigur in dem Film. Der hat ja nichts zu tun. Sondern als etwas, das hier auch für die Handlung enorm wichtig ist. Wo? Fokus ist aber ganz klar erstmal Kong selbst. Und dann eben noch die ganzen Affen, die er mit dazu kennenlernt. Da gibt's ja denn den Mini-Kong, den ich vom Trailer her irgendwie ziemlich blöd fand, aber jetzt hier im Film fand ich ihn dann doch recht sympathisch. Der hat ganz gut funktioniert, gerade weil er natürlich auch mehr so in diese Richtung Son of Kong geht, wie der Film ja ursprünglich mal heißen sollte, wo es ja dann auch mehr darum geht. Nee, das mit dem Son of Kong, das war nie ein Name. Das war mal ein Name, der im Raum stand, aber von den Fans her. Das war quasi auch ein Gerücht. Ein damaliger Leak, der halt einfach nicht gestimmt hat. Der Name Son of Kong stand so nicht im Raum. Die hatten mal eine Idee gehabt, tatsächlich so eine ähnliche Geschichte umzusetzen, aber das sogar als Animationsserie. Haben wir ja nicht bekommen, deswegen haben wir ja dann die Netflix-Serie bekommen. Aber Son of Kong könnte tatsächlich, wenn Adam Wingard noch dazu steht, was er mal gesagt hatte und will eine Trilogie machen, könnte so ein Son of Kong-Ding als nächster Film noch kommen. Oder als übernächster Film noch kommen. Weil wenn er jetzt wirklich den dritten Film seiner Trilogie so ein bisschen auch an Destroyer gegen Godzilla anlehnen will, und dann taucht wirklich irgendein Monster auf, sei es auch ein Destroyer oder eben nicht, und der tötet dann Godzilla, dann schätze ich mal, werden sie auch dann wirklich Kong noch töten. Und dann könnte Zuko dann der neue oder der Son of Kong werden oder irgendwie sowas. Dass ein King Kong jetzt hier wirklich diese Vaterrolle für sich entdeckt, weil er eben die ganze Zeit nach Familie Ausschau hält. Und die bekommt er jetzt hier. Und dann haben wir diesen Scar King. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man den irgendwie ein bisschen cooler gemacht hätte. So, der hat schon seine Ausstrahlung. Und gerade weil er jetzt auch von seiner Statur her noch mal so ein bisschen was anderes ist als das, was wir mit Kong haben, funktioniert er irgendwo auch ganz gut. Aber diese ganze Affenmythologie, finde ich, hätte man noch viel stärker ausbauen können. Gerade weil wir ja auch in Godzilla vs. Kong diesen Teaser hatten, dass es mal diesen großen Thronsaal gegeben hat, wo offensichtlich sehr, sehr viele Kong-Affen auch gelebt haben. Sieht so ein bisschen aus wie Moria, gell? Mit den riesigen Säulen da. Hätte ich auch ganz gern mal gesehen, so einen Rückblick. Oder vielleicht bekommen wir irgendwann noch mal so einen Film, der in der Vergangenheit spielt und uns dann quasi das alles noch mal zeigt. Sehr, sehr viele Kong-Affen auch gelebt haben. Und es wird ja im Trailer auch immer wieder gesagt, ja, die Titanen, also Godzilla, war der Beschützer der Erde, während die Affen dann irgendwann die Beschützer der Menschen geworden sind. Das ist ein Punkt, den hätte man hier wirklich noch sehr viel besser ausbauen können. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber wir wollten ja über das Gekloppe sprechen. Und das Gekloppe funktioniert. Bei dem Kloppe hatte ich wahnsinnig viel Spaß. Vor allen Dingen, weil dieser Film sehr, sehr viel davon hat. Also es gibt Sequenzen in diesem Film, die sind 10, 15, mal lass sie auch 20 Minuten lang sein. Da hört ihr nur und irgendwie Godzilla kreischen oder sonst irgendwas. Da funktioniert sehr viel einfach nur über das, was man hier. Meint ihr, der Film hätte auch funktioniert, wenn er einfach nur über Gestik und Mimik da gewesen wäre? Von den Titanen her, also von Godzilla und gerade eben von Kong und der gesamten Kong-Spezies? Von diesen Tieren sieht, wie sie miteinander agieren. Das fand ich schön. Das hat diesen Film auch zwischendurch immer mal so ein bisschen zurückgeholt, weil wir haben sehr große Action-Sequenzen und dann zwischendurch halt wieder diese Affenmomente, in denen ein Kong einfach merkt, was um ihn herum noch so passiert. Die Kämpfe an sich sind wirklich gigantisch, sind sehr beeindruckend.
Ich hatte nur so zwei Probleme. Problem Nummer eins. Ich habe manchmal nicht so ganz die Größenverhältnisse in diesem Film verstanden. Wenn wir in der Hohlerde sind, hat man das Gefühl, alle Monster, alle Titanen sind irgendwie gleich groß. Und dann gibt es Augenblicke, wo die Handlung dann wieder auf die normale Erde gesetzt wird und man bekommt auf einmal mit so, okay, wow, der ist ja doch verdammt groß. Das fällt euch gerade ganz krass bei Shimo auf, was er eben gerade gesagt hat, der liebe Sebastian. Dass Shimo in der Hohlerde ist der, da sieht man ja mal, wie alle so springen, ne? Wie Scarking und Shimo auf Godzilla und Kong zuspringen und das so schön von der Seite. Und da sehen die einfach alle relativ gleich groß aus. Und dann sind die aber später oben an der Oberfläche in Rio und dann siehst du einfach, dass alleine der Kopf von Shimo schon so groß ist wie der gesamte Körper fast von Godzilla. Das ist ein Riesenunterschied einfach gewesen. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass die in der Hohlerde irgendwie alle gleich groß aussehen und an der Oberfläche dann wiederum nicht mehr. Also immer, wenn sie halt Menschenstädte haben, funktioniert auch das mit der Perspektive irgendwie besser. Und gleichzeitig Problem Nummer zwei war für mich, es gab zwar viel Action, aber manchmal war die sehr, sehr hektisch. Und man hat in diesem ganzen CGI-Wirrwarr dann das Gefühl, man verliert den Überblick. So, das passiert sehr, sehr häufig und sehr, sehr schnell in genau solchen großen Actionsequenzen, dass man gar nicht mehr so diese Kamera hat, die einfach so als Totale fungiert und mir einfach nur zeigt, okay, da kämpfen Monster und um sie herum geht die Stadt kaputt. Die Kamera versucht immer mitten im Geschehen zu sein und das stört manchmal echt, weil du dadurch von der ganzen Gewaltorgie gar nicht so viel mitbekommst. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass die Kamerafahrten da so hektisch waren. Aber ja, du hast auf jeden Fall, hast du in Godzilla 1 von 2014, hast du noch so das Schicksal der Menschen wesentlich mehr mitbekommen, dass die auch mal weggerannt sind oder wo dann diese riesige Welle gekommen ist. Und da hast du ganz genau gewusst, okay, da sterben jetzt einfach mal so hunderte von Leuten. Hier war das nicht so. Die sind hier irgendwie alle weggerannt dann von Rio und von der Copacabana und dann war das einfach leer am Strand und in der Stadt. Da war einfach niemand mehr da. Das haben sie besser gemacht schon. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Wir müssen mal festhalten, dieser Film hat 135 Millionen Dollar gekostet. Und da ist wirklich ja sehr, sehr viel auch in CGI geflossen. Jetzt haben wir aber auch einen großartigen... Sag es nicht. ...fantastischen Godzilla-Film, nämlich Godzilla Minus One. Ach nee, das ist eine Kritik, die funktioniert aber nicht. Das Gegenüberstellen, das passt doch schon gar nicht. Du kannst ja nicht auch einfach einen Justice League mit The Batman gegenüberstellen. Da ist ja der Grundgedanke, ist doch jetzt hier schon was ganz anderes. Der gerade mal 10 bis 15 Millionen Dollar gekostet hat, der für sein... Ja, aber dieses ganze Geld von Godzilla Minus One mussten sie ja nahezu nur in Godzilla reinstecken. Deswegen sieht er auch so gut aus. In Godzilla Kong mussten die das gesamte Geld ja in alles reinstecken. Man kann auch sagen, selbst dran schuld, ja, aber der Film ist ja fast nur CGI. Das heißt, das Geld musste ins Wasser fließen, in das Setting. Ne, die waren ja nie in Rio gewesen, die Filmcrew. Das Geld musste in Mothra rein, es musste in Kong rein, in sämtliche Affen. Deswegen Godzilla Minus One hat eben hier den Vorteil gehabt, dass man das ganze Geld, das CGI, auf Godzilla großteils fokussieren konnte. Da werden auch noch ein paar andere Sachen mit CGI nachgeholfen worden sein, wie Explosion, aber das ist natürlich ein Vorteil des Films einfach. CGI sogar Oscar prämiert wurde und das vollkommen zu Recht. Also wenn man die beiden Filme gegeneinander stellt, was ist CGI? Was man nicht machen sollte, nach wie vor sollte man echt nicht machen. Da ist, nee. CGI angeht, dann muss man wirklich sagen, Godzilla Minus One schluckt sie halt alle. Das ja, aber außerdem wollte Godzilla Minus One auch sehr viel düsterer werden, während Godzilla Kong ja ganz klar darauf aus ist, jüngere Zuschauer abzugreifen. Die haben ja eine ganz andere Zielgruppe schon mal. Das muss man, finde ich, mitsehen. Ich verstehe, was man eben hier sagt. Ist halt eben Pech, dass die Filme relativ nah aneinander rausgekommen sind. Und Godzilla Minus One ist der bessere Film. Aber wie gesagt, auch mit einem anderen Hintergrund, warum der Film eben so geworden ist. Und Filmstartskritik ist fast perfekt. Ich finde, Sebastian, ich finde das total angenehm auch, weil da eben jetzt nicht nur gesagt wird, wie scheiße alles ist. Es wird nicht nur gesagt, wie blöd das alles ist. Ich finde generell aber einfach nur die Kritik mit Minus One gegenüberzustellen mit Godzilla Kong, das passt halt für mich nicht so ganz, weil, wie gesagt, The Batman kannst du auch gegenüberstellen mit
mit einem MCU an sich oder mit einem DCU, was jetzt noch kommen soll. Das DCU wird wesentlich, sehr wahrscheinlich wesentlich mehr auf ein großes Publikum aus sein, während du bei The Batman ja einen Film hast, der sehr langsam funktioniert, der sehr düster ist, sehr schwer funktioniert. Das sind ja ganz andere Herangehensweisen an die gesamte Nummer. Das sollte man dann doch irgendwie im Hinterkopf nochmal behalten. Ah, du magst Minus One nicht, oder was? Ich fand es perfekt bis Minus One. Minus One ist, finde ich, auch ein geiler Film. Das ist so fantastisch. Da hast du halt auch wirklich das Gefühl, da steht so eine 30 Meter große Echse jetzt vor der Kamera und zerstört hier einfach alles. Bei Godzilla X Kong ist dieses Gefühl der Wucht irgendwie nicht mehr so ganz gegeben. Das liegt zum Teil auch an dieser ganzen Hektik und diesem ganzen Heckmeck und dass man irgendwie nicht so wirklich viel erkennt. Aber sowohl Kong als auch der Scar King als auch Godzilla selbst wirken manchmal doch kleiner, als sie sein sollten, rein so im metaphorischen Sinne. Und da muss ich wirklich sagen, ist das, was Toho in Japan gemacht hat, immer noch der absolute... Ja, da hat er auch vollkommen recht. Godzilla Minus One ist besser. Nur hast du auch hier nur einen einzigen Titan, also einen einzigen Kaiju. Da darf man ja noch Kaiju sagen. Da hast du halt einen ganz anderen Fokus auch. Wenn da Godzilla auftaucht, der in Minus One, glaube ich, auch nur 15 Minuten Screentime hat, dann taucht er wirklich auf und dann passiert etwas. Und dann kommst du quasi von dieser Stimmung, von dieser ruhigen Stimmung, auf einmal dann in diese Katastrophe rein. Und das meine ich auch mit dem Aufbau von Godzilla 2014. Ich finde es auch viel geiler. Da gebe ich Sebastian auf jeden Fall recht. Bei Godzilla Kong, da gehen sie ja von Anfang an, da wird nichts mehr aufgebaut. Da heißt es dann, ah, guck mal, Tiamat und irgendwas mit Sonnenenergie aufgeladen und bla bla. Und dann schwimmen die dann dahin und Godzilla kommt und killt den. Cut. Dann war davor noch irgendwie, ah, Skilla greift an, ah, ist an Land, ah, Godzilla bewegt sich, zack, wieder tot. Und es geht ja die ganze Zeit dann so. Scar King taucht auf, ah, da ist übrigens auch Shimo, zack, ne, kam vorbei. Und da gebe ich Sebastian auf jeden Fall recht, dass der gesamte Aufbau von Godzilla Minus One, den kann man dann schon eher ein bisschen damit gleichsetzen, obwohl das auch ein bisschen unfair ist, weil man sich eben hier eine Last selber aufgelegt hat in Godzilla Kong, so viele Titanen wie möglich in den Film reinzupressen. Standard. Aber das ist auch okay, weil das Monsterverse hat sich einfach in so eine Richtung entwickelt, wo sie jetzt halt wirklich mehr Spaß sein wollen. Und gerade auch diese ganzen Monsterkämpfe, ja, genau, fühlen sich dann mehr danach an, als hätte irgendjemand in der Merchandise-Abteilung da gesessen, mit diesen Figuren gespielt und sich gesagt, was brauchen wir noch? Wir brauchen Godzilla in einer anderen Farbe. Und wir brauchen... 100 Pro war das auch so. Kong mit einem coolen Handschuh, der so ein bisschen aussieht wie der Infinity Gauntlet. Und dann kriegt er noch die Axt dazu. Und das können wir dann alles schön in eine Packung packen. Das war aber auch eine neue Axt im Film gewesen, gell? Die war rot, glaube ich. Das war nicht die Axt, die er in Godzilla vs. Kong hatte, glaube ich zumindest. Und ist dann für den Merch-Verkauf gleich nochmal viel, viel cooler. Da hat man wirklich das Gefühl, das ist hier jetzt einfach nur noch so eine Geldpressmaschine, wo man sagt, okay, wir wollen halt nicht nur den Film haben, nein, wir wollen auch natürlich, dass die Leute sich die Figuren und sowas alles kaufen. Also müssen die... Das zählt aber sogar, glaube ich, ich will mich da jetzt gar nicht dran festlegen, aber auch zum Gewinn des Films mit rein. Oder wenn diese Figuren, die Einnahmen, die der Film macht... Die gibt es auch separat, aber ich glaube, die Gesamteinnahmen, zählen da die Figuren mit rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Figuren auch noch besonders cool sein. Das hat dann irgendwann in diesem Film so den Anschein von, okay, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo es die Monster Avengers sind, weil sie sich jetzt hier einfach mehr und mehr zusammentun und dann noch irgendwelche coolen Gadgets bekommen und irgendwann ist King Kong einfach im Hulkbuster und macht damit dann die nächsten Monster kaputt, weil... Er macht übrigens auch Godzilla kaputt. Und Kong ist in dem Film einfach stärker als Godzilla evolved. Wo geht das denn noch hin? Es muss ja immer irgendwie weitergehen. Wenn der nächste Film kommt und Kong hat nicht mehr diesen Handschuh, ist gleich wieder irgendwie so, hä? Aber hatte doch diesen Handschuh. Eigentlich müsste er jetzt den Handschuh haben und noch irgendwie Stollen an den Füßen oder irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir denke, dieses Monsterverse muss aufpassen, dass sie nicht irgendwann noch größer werden, weil dann weißt du gar nicht mehr, was sollst du denn noch für Gegner bringen? Da musst du sowas wie bei den Transformers machen, dass dann so ein...
Ja, ich fand die jetzt gar nicht so krass in dem Film. Also ich fand Godzilla Evolved war nicht so krass. Ich fand Shimo war überhaupt nicht krass. Der war, oder die war halt mal stärker, mal weniger, je nachdem, wie das gerade für den Film am besten gepasst hat. Scar King, nö. Kong, ja, hat ein bisschen zugelegt an Kraft, ist inzwischen sogar der stärkste nach Shimo, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn jetzt noch ein Space Godzilla auftaucht, zum Beispiel, der einfach so Kristalle erschaffen kann, da wird es nicht schwer, den einfach stärker zu machen, als die aktuell sind. Ich fand die jetzt, ich dachte am Anfang auch nach den Trailern, die werden doch voll overpowered sein. Und ich dachte mir auch so, wenn Shimo wirklich überleben sollte und dann Teil dieser Gruppe wird, dann wird das doch total langweilig werden. Aber ich fand, das kann man positiv oder negativ sehen, ich fand die eigentlich alle relativ noch genau wie davor. Obwohl immer wieder gesagt wurde, es wird jetzt ein riesiges Power-Up für Godzilla, wenn er jetzt auch noch Tiamat absorbiert. Aber ich fand ihn jetzt nicht so extrem krass. Unicron-artiges Wesen auftaucht, das die ganze Erde umspannt, um hier dann auch noch die Bedrohung größer zu machen. Gleichzeitig sind wir aber auch bei dem Punkt, es spielt ja hier alles in der Hohlerde und Godzilla X Kong packt da dann auch wieder unnötige Mysterien mit dazu und füllt diesen Mythos Hohlerde noch so ein bisschen weiter aus. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, so, ja, ist nett. Aber das Problem ist ja, ich gehe ja nie wieder wirklich drauf ein. Ich rege mich ja bis heute noch über das auf, was wir in Godzilla King of the Monsters gesehen haben, mit dieser Unterwasserstadt. Einfach nie wieder Bezug drauf genommen wurde. Das wird auch nie wieder thematisiert werden, ich schwöre es euch. Das ist einfach jetzt scheißegal für dieses ganze Die Universum. aber nie wieder wirklich weiter thematisiert wurde. Und das haben wir Nö. in jedem Film. Mittlerweile haben wir sogar eine Serie, Monarch Legacy of Monsters, wo auch Mythologie noch und noch weiter aufgebaut wird, aber irgendwie nicht wirklich relevant ist für das, was wir hier sehen. Ja, aber das stimmt. Die bauen einfach immer nur Mythos auf Mythos, auf Mythos, auf Mythos. Aber es wird sehr wenig mal so richtig schön erklärt. Du bist eigentlich nach Godzilla Kong, hast du eigentlich noch mehr Fragen als davor. Wird da irgendwas erklärt, was man sich vorher schon mal gefragt hat? Nö, ne? Nur, dass bei dem Krieg halt irgendwie noch Scar King mitgemischt hat. Warum? Keine Ahnung. Die müssten es einfach mal alles irgendwie auch auflösen mit der Zeit. Dass jetzt der nächste Film, wenn es echt eine Trilogie von Godzilla Kong werden soll, dann muss das jetzt aufgelöst werden im nächsten Film. Das Gleiche haben wir hier auch, aber okay. Was mich zu dem Punkt bringt, den Godzilla X Kong jetzt tatsächlich besser macht als seine Vorgänger, sie haben auf uns gehört, Leute. Sie haben verstanden, dass uns die Menschen in diesem Film eigentlich scheißegal sind. Dementsprechend ist die Story rund um die Menschen in diesem Film auch was komplett zu vernachlässigen. Eine Rebecca Hall taucht nochmal auf, weil sie hier natürlich auch wieder diese Mutter von diesem Mädchen Gia spielt, die ja auf Skull Island gefunden wurde, die ja diese besondere Beziehung zu einem Kong hat. Und diese Gia könnte möglicherweise irgendwann später nochmal wichtig werden, weil ihre Story wird so ein bisschen weiter ausgebaut, eben weil sie ja von einem Volk stammt, das mit diesen Titeln. Vielleicht könnte man aber jetzt genau auch wirklich so weitermachen. Mal eine andere Idee, dass man jetzt wirklich in drei Einzelfilme reinrutscht. Einmal in einen Film über Mothra und Gia, einen Film über Kong und Shimo und einen Film über Godzilla und Duck oder einfach nur Godzilla, ist ja auch egal. Und dass man dann mit diesen drei Filmen vielleicht eine neue Bedrohung aufbaut. Dann würde ich sogar sagen, ja, dann von mir aus auch Destroyer, wenn es sein muss, jetzt unbedingt schon. Aber das wäre doch was, dass man einfach jetzt sagt, man macht nochmal drei einzelne Filme von diesen drei Weichen, die wir jetzt gestellt bekommen haben, und dann fügt man die wieder zusammen. Da hättest du nämlich auch Zeit, ein bisschen was zu erklären. Da könntest du erstmal die Legende von Mothra erklären, ein bisschen mehr. Von den Menschen in der Hohlerde könntest du wesentlich mehr erklären. Du könntest bei Shimo und Kong könntest du mehr in die Vergangenheit zurückgehen, wo Shimo quasi herkommt. Wer ist sie eigentlich? Warum ist sie angeblich die erste der Titanen? Stimmt das überhaupt oder stimmt das eben nicht? Und bei Godzilla könntest du eben auch sehr auf diesen Krieg eingehen und nochmal von der anderen Seite auch beleuchten. Schon eng zusammengelebt hat. Das wird nun mal interessant. Brian Tyree Henry, der Podcaster. Den fand ich aber ganz cool. Den fand ich echt lustig, muss ich sagen, zum Teil. Taucht hier auch auf, ist aber wirklich letztendlich nur so Comedy-Relief-Charakter. Also der macht ein paar dumme Witze, das war's. Ansonsten, du hättest diese Figur auch rausstreichen können. Dan Stevens taucht auf, auch als so ein Comedy-Relief-Charakter. Der ist schrecklich, den hätte ich komplett auf den verzichten können.
Denn wie fandet denn ihr den? Wie fandest du, dass Scar King erst sehr spät im Film zu sehen war? Hat mich eigentlich auch gewundert, ja. Scar King und Shimo kamen erst nach einer Stunde, glaube ich, im Film. Ungefähr eine Stunde hat es gedauert, ja. Aber war okay. Hätte man noch nichts von den beiden gewusst, wäre es noch okayer gewesen. Und damit wird schon deutlich, alle Figuren, die hier da sind, sind eigentlich nur dafür da, um so ein bisschen lustig zu sein. Um mal einen Spruch zu reißen darüber, dass sich jetzt gerade Monster, große Titanen hier gekloppt haben. Und das war's. Du könntest diese ganzen Figuren auch alle komplett wegnehmen. Am Ende ist so eine Rebecca Hall immer nur mal kurz dafür da, um so ein bisschen Exposition mit reinzugeben, damit wir verstehen, was es mit dem Scar King und Kong an sich auf sich hat. Aber war das nicht auch der Wunsch der Fans gewesen, dass die Leute eben gesagt haben, ja, wir wollen die Menschen so wenig wie möglich haben und jetzt werden sie ja hier nur für Exposition benutzt. Das muss doch eigentlich genau das sein, was die Leute jetzt gewollt haben, oder? Also noch weniger menschliche Geschichte wäre dann auch wieder schwierig, weil dann hast du ja nur noch Monstergebrülle und du willst ja auch irgendwie ein bisschen was verstehen. Man könnte allerdings auch einfach mal machen, dass man irgendwie so einen Godzilla- und Kong-Film hat, der nur mit Titanen spielt, ohne Menschen, aber mit Untertiteln. Das wäre doch was. Aber das hätte keiner gebraucht. Deren Rivalität verstehen wir auch so. Das wird auch ohne, dass Rebecca Hall uns das nochmal bis ins kleinste Detail erklärt, sehr, sehr deutlich, warum Kong und der Scar King sich nicht mögen und warum Godzilla da vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Aber dieser Film nimmt es schon sehr, sehr weit zurück. Menschen sind hier fast egal. Die laufen zwischendurch mehr durchs Bild, als dass sie wirklich irgendwas erzählen. Und das ist auch gut so. Und man merkt Godzilla X Kong halt auch einfach an. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo das Monsterverse ganz genau weiß, die Leute wollen Titanengekloppe. Die wollen Monster gegen Monster gegen Monster. Und das bieten wir ihnen auch. Das wird sich auch nicht bessern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird sich auch nicht bessern. Er sagt nicht, das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich auch nicht bessern. Finde ich gut, ja. Ja, es war einfach echt zu viel, ey. So ein Kampf am Ende, Geshimo und Scar King gegen Kong und Godzilla. Vielleicht kurz vorher noch so ein Rematch, Godzilla gegen Kong da in Ägypten. Und das hätte doch vollkommen gereicht. Monsterverse schlägt eine ähnliche Richtung ein wie die Fast and the Furious-Reihe. Der erste Film war irgendwie noch ja, sehr seriös. Das, was Gareth Edwards damals 2014 gemacht hat, war ja wirklich noch ein sehr, sehr handfester Monsterfilm, wo die Monster ja auch nicht wirklich im Vordergrund standen, sondern wir noch diese ganze Geschichte rund um die Menschen hatten. Und mit jedem weiteren Film werden wir einfach nur noch bekloppter, noch verrückter, noch größer und gigantischer und irgendwann muss Godzilla oder Kong wahrscheinlich auch noch ins... Ja, alles gut, Baran, mach's gut. Ciao, ciao und viel Spaß noch beim Lernen. Weltall fliegen und ich meine, Monarch Legacy of Monsters hat ja auch sowas mit Dimensionen angedeutet und es ist da irgendwie zwischen der normalen Erde und der Hohlerde ja auch noch andere Plätze gibt. Also da kann man sehr, sehr viel dummen Quatsch machen und die Reihe macht auch genau das. Und damit ist es hier wirklich auch so ein Punkt, wo ich sage, lasst euch darauf ein, dann könnt ihr damit auch Spaß haben. Wenn ihr jetzt wirklich... Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du musst dich dann darauf einlassen und dann wirst du vielleicht immer noch so ein paar Kritikpunkte finden, aber dann gehst du halt nicht ganz so mürrisch an die Sache ran. Einfach mal drauf einlassen, da wird jetzt kein Shakespeare erzählt, es wird kein Edgar Allan Poe Gedicht. Das ist einfach ein Film, wo es darum geht, dass ein Affe in der Hohlerde ist und der will einen anderen Affen verkloppen und deswegen holt dann der andere Affe seinen besten Freund Riesenlurch dazu und dann verprügeln die eben den dürren Affen. Das ist es im Endeffekt. Hochgradiges erwartet oder auch nur ansatzweise sowas wie Godzilla Minus One, dann seid ihr im falschen Film. Godzilla Minus One ist danke, ein ja, er sagt es ja sogar. Das ist doch genau das Ding, genau. Und das musst du dir halt bewusst sein, bevor du aus dem Film rausgehst und dann sagst, naja, aber Godzilla Minus One war ja besser. Du musst wissen, dass das kein Godzilla Minus One ist, der Film. Jetzt schon, der ist fantastisch und was der für Godzilla gemacht hat, ist unglaublich stark. Was das Monsterverse für Godzilla und Kong macht, ist einfach nur, okay, lasst uns Spaß haben mit diesen Viechern und wenn ihr damit Spaß haben könnt, dann werdet ihr mit diesem sehr, sehr dummen Spaß hier auch Spaß haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie häufig ich Spaß gesagt habe. Ich habe auch nicht mitgezählt, aber öfter als dreimal auf jeden Fall. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, denn... Nee, ich zähle jetzt nicht nochmal. Ist auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, da fand ich, Sebastian war halt schon sehr fair gewesen. Er war auch ein bisschen positiver dem Film gegenüber eingestellt, aber eben auch mit der Aussage am Ende, die hat alles ganz gut zusammengefasst. Du musst dir dessen bewusst sein, was du dir da anschaust. Das musst du wirklich machen. Und ihr könnt ja mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, was ihr dem Film für eine Punktzahl geben würdet. Ich habe gesagt 6 von 10, Sebastian meinte 7 von 10. Was wären da eure Punktzahl, die ihr dem Film zuschreiben würdet?